I'm gonna fall asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. Der Jäger. Tyler! Tyler, are you all right? Allison, Lauren. Stay there. I got it. Jemand wollte was verschwinden lassen. There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. God, why would someone try to burn down our barn? Wegen etwas. I don't know. But I'm going to find out. Wegen etwas, was sich unter der Scheune befindet, wenn ich es richtig gesehen habe. So, did Eddie teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. Wie fröhlich die auf einmal klingen. Mann, Leute! Da, wer war das? Did he really I might have found to smash everything? Ja, ich weiß. Untersuchen, das untersuche ich als letztes. Aber hier erstmal natürlich. This gas can was already here this morning. He didn't bring it with him. He went looking under the rug? He went looking under the ja, rug? Hier, da war ich gucken. Da ist da was. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? In the barn? Huh. These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt. For chickens. She was always saying how she was gonna make this place a real homestead. Little house on the tundra. Das wäre eigentlich voll cool. Okay, Werkzeuge. Really turned this place upside down. Die Werkzeuge waren eigentlich da. Na gut, ich gehe mal kurz rüber. Oh, hier hat aber jemand gut gewühlt. Asshole even dumped the drawers. Jemand hat gesucht. Oh. At least you were spared. Wen haben wir denn da? Die Mondhexe. Warte. Mondhexe. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss mir eine richtige Liste machen. Wo tue ich das? Scheiße, ich habe echt keinen Platz mehr. Die Seiten sind alle voll. Warte. Mondhexe. Mondhexe. So. Also Alexander hatte ich mir als Hunter markiert. Passt ja eigentlich auch. So, achso, ich wollte noch ganz kurz Sammlerstücke, Mondhexe. Nein, uns fehlt was. Nein! Ich muss das Kapitel nochmal spielen. Uns fehlt ein Objekt. Bestimmt an einer Stelle, wo das Spiel einfach weitergemacht hat. 100 pro. The Moon Hag is an old and powerful witch. She lures her innocent victims deep beneath the ice and traps them there forever. Oder? The Moon Hag is an old and powerful witch. Tief unter das Eis. She lures her innocent victims deep beneath the ice and traps them there forever. Okay. Hier ist Crowbar. Nehmen wir mit. I guess we know how he made the hole. Na dann, gucken wir doch mal rein. Die Boxen nicht einfach, gestohlen. Na, Vorsicht! Die Box hat den Brand überlebt, oder? Ach, ist aus Holz. Okay. Well,
I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne, let's open it. What's that there? Some kind of carving. Not sure what it is, though. Okay, halt. Buch der Kobolde. Lass mal gucken. Ich blätter von vorne durch. Was? Was hatte ich gesagt? Ah. Sehr ungünstig. Nee. Da ist so ein Auge drauf gewesen. Hier ist das Auge. Look. It's the same symbol. Ja. The secret keeper. Well, let's see if we can find any numbers. Dann wollen wir lesen. Die Kobolde erhalten die Gabe der Stimme. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die die Geheimnishüterin dabei erblickten, als sie ihre Runden drehte, um die Geheimnisse der Tiere im Wald in Erfahrung zu bringen. »Wie kommt sie nur an die Geheimnisse? Glaubst du, sie öffnet ihre Köpfe?« sagte der eine Kobold. »Finden wir es heraus«, sagte der andere. Und so beobachteten die Kobolde die Geheimnishüterin. Sie beobachteten sie, bis der stattliche Elch auf sie zukam. Der Elch ließ den Kopf tief hängen. »Es war meine Schuld. Ich habe den schlechten Weg gewählt. Ich kann die Erinnerung nicht mehr ertragen.« Die Geheimnishüterin nickte und schaute dem stattlichen Elch in die Augen. Die Kobolde hörten nichts, wussten aber, dass sie mit dem Elch sprach. Die Geheimnishüterin konnte nämlich mit Hilfe der Gabe der Stimme nur mit ihren Gedanken mit anderen sprechen. Nach ein paar Minuten blinzelte der stattliche Elch. »Ich fühle mich irgendwie leichter«, sagte er. »Habe ich dir etwas gegeben?« Die Geheimnishüterin nickte erneut und reichte ihm eine Münze. Der stattliche Elch verstand und trottete weiter. Er erspähte die Kobolde, die sich im Wald versteckten, und warf ihnen einen argwöhnischen Blick zu. Er wusste, dass sie oft Unfug ausheckten, aber die zwei Kobolde pfiffen unschuldig vor sich hin, und so konnte der Elch nur weiterziehen, schließlich hatten sie nichts Schlimmes getan. »Ich muss wissen, was das für ein Geheimnis war«, sagte der eine Kobold. »Los, kaufen wir es!« Also gingen die Kobolde zur Geheimnishüterin, bevor sie das Geheimnis des Elchs verstauen konnte. »Wir wollen das Geheimnis des Elchs kaufen!« »Was könnt ihr mir dafür geben?«, fragte die Geheimnishüterin mit ihrer Gabe der Stimme. Die Kobolde holten eine Haarbürste mit silbernem Griff hervor, die sie der Prinzessin gestohlen hatten, und die Geheimnishüterin nickte. So erfuhren die Kobolde, dass die Gefährtin des Elchs an einer Klippe in den Tod gestürzt war. Die Geheimnishüterin ging weiter. Der eine Kobold sagte, »Ich will noch mehr wissen!« Also folgten die Kobolde der Geheimnishüterin, um herauszufinden, wo sie ihre Geheimnisse aufbewahrte. Sie folgten ihr bis zur Spitze eines nahegelegenen Bergkamms und sahen, wie sie alle Geheimnisse, die sie an dem Tag gekauft hatte, hoch oben in einer Wolke verstaute. Als sie weg war, kletterten die Kobolde auf eine hohe Fichte, die im bedeckten Himmel verschwand. Sie schafften es gerade so, die Hände hineinzustecken. Sofort brach ein Strom von Erinnerungen über sie herein und sie zogen die Hände zurück, als hätten sie sie in kochendes Wasser gesteckt. Tränen strömten in die Wangen herunter. Als die Geheimnishüterin wiederkam, fand sie die Kobolde weinend auf der Fichte sitzen. »Ihr habt meine Geheimnisse gestohlen«, sagte die Geheimnishüterin wütend. »Gebt sie mir zurück!« Die listigen Kobolde hörten sofort auf zu weinen. Sie witterten eine Chance. »Und was bekommen wir dafür?«, fragten sie. »Ihr könnt die silberne Haarbürste wieder haben«, schlug die Geheimnishüterin vor. »Für so viele Geheimnisse? Pah, da musst du uns schon mehr anbieten.« »Und wie wäre es«, sagte die Geheimnishüterin, »wenn ich die Gabe der Stimme mit euch teile?« Das gefiel den listigen Kobolden. »Abgemacht!« Und so verlieh die Geheimnishüterin den Kobolden die Gabe der Stimme.
Die Kobolde merkten sofort, dass sie wirklich die Gedanken des anderen hören und die Gefühle des anderen fühlen konnten. Sie gaben die gestohlenen Geheimnisse zurück und liefen zurück zum großen Holzhaus. Dort sahen sie, dass die Prinzessin gerade Essen zubereitete, aber als sie versuchten, ihre Gedanken zu lesen, konnten sie nichts wahrnehmen. Sie versuchten, in Gedanken mit ihr zu sprechen, aber sie konnte sie nicht hören. Offenbar hatte die Geheimnishüterin die listigen Kobolde überlistet. Sie hatte ihnen nur so viel von ihrer Kraft gegeben, dass sie die Gabe der Stimme aufeinander anwenden konnten, aber nicht auf andere Waldbewohner. Und das war die Geschichte davon, wie die Kobolde von der Geheimnishüterin die Gabe der Stimme erhielten und warum sie sie nur untereinander nutzen konnten. So, das war die Geschichte. Und jetzt müssen wir mal noch gucken. Es war einmal. Ist das eine 1? Ich brauche dringend einen größeren Notizblock. Es war einmal, aber vielleicht once upon a time. Zwei listige Kobolde. Der Tiere, wie kommt man nur in Geheimnisse? Glaubst du, sie öffnet ihre Köpfe? Sagt der eine Kobold. 1. Finden wir es heraus, sagt der andere. Ja, sie beobachten es wahrscheinlich einfach. Der Elch ließ den Kopf tief hängen. Es war meine Schuld, ich war schlecht, ich kann die Erinnerung nicht mehr tragen. Die Geheimnishüterin nickte und schaute dem herrschaftlichen Elch in die Augen. Die Kobolde wusste aber, dass sie mit dem Elch noch. Nach ein paar Minuten blitzte der Stein. Ich fühle mich irgendwie leicht, da habe ich was gegeben. Reicht ihm eine Münze? Eine? Also, ich weiß natürlich nicht. Ja, später warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. Die zwei Kobolde. Okay, ich muss ganz noch was gucken. Da ist die Geheimnishüterin. Wir wissen natürlich nicht, wer das ist. Wer hat denen denn die Gabe der Stimme verliehen? Das frage ich mich halt. Ich guck mal ganz kurz ansehen. Three digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. Drei Wait. Zahlen. Look, it's the same symbol. The secret keeper. Well, let's see if we can find any numbers. Das Auge. Das Auge. Finding anything? Just give me a sec. We wrote a shit ton of stories. Ah, okay. Hier sind, warte mal, das Auge. Seite 47. Das Auge ist auf Seite 47, aber ob das so... Da. Aber es sind ja drei Zahlen. Ich nehme das Englische. Once upon a time, also once, eins vielleicht. Gathering of secrets. House, does she get people? Let's find out the second. First, eins, zwei. Aber trotzdem eins, zwei. Watch the secret keeper. They watch, hang it over. My fault, that shows the uneven trail. I can't be here to remember. Didn't even nod it and gaze into the stone's moose. Eyes. Didn't hear anything to the moose for the secret spoken. After a few minutes, nodded, handing him a coin. Narrowed his eyes. Warte mal. 1, 3, 0. Es ist nicht die Geschichte, es ist die Zahl auf der Seite. Hier, unten in der Mitte ungefähr, ne, zwischen den beiden Seiten. Unten rechts ist eine 1. Auf der linken Seite unten in der Mitte ist eine 3 und auf der rechten Seite auf der Mitte ungefähr ist eine 0. 1, 3, 0. Ganz easy. Muss ich gar nicht so lange überlegen. Ja. That did it. Okay. Schön eingearbeitet. Wir haben natürlich erstmal die Geschichte gelesen, aber ist auch schön. Oh Gott. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Liebste Mary Ann. Oh, warte. Liebste Mary Ann, ich muss dich wiedersehen. Ich weiß, wie das jetzt klingt, und ich möchte nicht, dass du mich für einen Schürzenjäger hältst, der jeder Frau nachrennt, die neu in Dallas Crossing ist. Ich habe meine Gelübde immer ernst genommen, doch mein Treffen mit dir hat alles verändert. Wenn wir zusammen sind, fühlt es sich an, als würde ich im Dunkeln ohne Scheinwerfer mit 120 die Autobahn entlang rasen. Und ich will, dass dieses Gefühl nie vorbeigeht. Ich weiß, dass es falsch ist und wir beide viel zu verlieren haben, aber ich muss dich einfach wiedersehen. Ich hoffe, dir geht es auch so, Herzchen.
What a mess. PS, fürs nächste Mal habe ich dir eine Kleinigkeit gekauft. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Das... Das PS... Der Brief davor, okay. Schwierig, aber okay. Das PS... Nicht verlassen. Ach doch, verlassen. Hier. Fuck. That's rough. Mary Ann. This guy tried to push Mary Ann to get an abortion. Even though she wanted to keep us. Mary Ann, es tut mir leid, dass du in dieser Lage bist. Du glaubst, du wärst eine tolle Mutter und ich habe keine Zweifel, dass du es eines Tages auch sein wirst. Aber hier und heute müssen wir dafür sorgen, nicht gleich drei Leben zu ruinieren. Meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Doch vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Die Menschen hier zerreißen sich gern das Maul und ich möchte nicht, dass du das durchmachen musst. Ich weiß, dass du zurzeit etwas knapp bei Kasse bist und ich werde mein Möglichstes tun, um dir zu helfen, das Richtige zu tun. Sag mir einfach, wie viel du brauchen wirst. Ich mache gerade Folgendes. Ich versuche gerade einen Schriftvergleich. Just let me know. I brought you for the next time to see. Where did he even come from? I didn't notice any cars on the way in. He bailed behind the barn. After that, your guess is as good as mine. Should be easy to see where he went because of the snow, right? Unless, you know, he was wearing hover shoes. Ich glaube, die Schrift ist dieselbe und dann wär's halt Sam. Okay, also die beiden... Nee, warte. Die Frage ist, geht es überhaupt um die Zwillinge? Drei Leben ruinieren. Das wäre Mary Ann's, seins und das seiner Frau. Aber ich glaube nicht, dass es hier um die Zwillinge geht, sondern wahrscheinlich, vielleicht, oder? Hat der Mary Ann geschwängert? Ich weiß es nicht. Ob es hier um die Zwillinge geht, weil... Die Zwillinge haben den Kamm gestohlen, laut in der Geschichte. Und laut dem Geschichts... Also laut den Geschichten... Did he have to throw everything on the ground? Ach, schwierig. Dir... Okay, warte mal. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Interessant ist, dass hier Mary Ann anders geschrieben ist als rechts, auf der rechten Seite. Hier ist Mary Ann ohne Bindestrich und mit einem kleinen A, also zusammengeschrieben. Und auf der rechten Seite, aber das M sieht, nee, das M sieht auch anders aus. Auch noch ein großes D. Die I's sehen halt irgendwie gleich aus, ne? The same. Okay, ich bin leider, ich kenne mich mit Schriften halt nicht so aus. Die Schriften, ah, schwierig. Okay, ich gehe mal weg. So verlassen. Entschuldigung. That's everything. Und what the hell? So. Mary Ann hid a box under the barn. Box full of letters from our deadbeat dad. Er wollte die Briefe? Ja, das denke ich auch. He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. You know what it all means, right? Yep. That guy had an affair with Mary Ann, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before. Der Jäger. Aber ich glaube nicht, dass es Sam war. Was macht denn er? Latscht erstmal gegen die Wand. Erinnerung. But I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something felt different. I need to see the rest. But you know what happens down there. That's the thing. I'm not sure I do. All right. Let's go.
Wir konnten deswegen wahrscheinlich auch in der ersten Episode nicht zur Fischerhütte, ne, gehen, weil da ganz schreckliche Dinge passiert sind. Some kind of work boot. Maybe fishing boots? Okay. Er ist da lang gelaufen, nicht direkt hier unten. Was someone here that night? In the woods? No. It was just I saw. Who the hell did I actually see? Natürlich war der Jäger da, den haben wir doch gesehen. Damn. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. Aber wo? Da. Is there someone over there? The Mad Hunter! What? No. That was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait, he was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe. Hold on. Do you feel that? No hesitation. He knew where he was going. Was ist das? Trail ends here. It looks like he jumped into the gully. Und da drüben? Hey, are there footsteps on the other side? Yeah. That must be where he climbed out. Well, he's long gone. Aber die Fußspuren sind ja alle noch da. Okay, da vorne. Die Fußspuren sind doch alle noch da. Ihr könnt da hinterher. Oh. Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock. About us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. Just one more time, please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if this is the only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and- You have to take responsibility for your part in Marianne's death. What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Allison. I'll do it. Let's go. Ich schaue mir alles an, weil wir hier noch nie hinkonnten. Auch wenn ich weiß, dass wir, glaube ich, gerade am Ende von Episode 2 sind. Die Gelegenheit einfach gerade nochmal nutzen. Vielleicht kann man da... Na, da ist nichts drin aktuell. Ihr hättet den Spuren folgen können, ich sag's nur. Okay.
machen, was das Spiel. Da können wir uns erinnern. Na los, erinner dich! Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! Don't want Mom to catch us out of bed. I told you that would happen. We almost had it, though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, all right? Don't think about anything else. I'll try. Ich glaube nicht, dass es Sam war. Ich glaube es einfach nicht. Na los, erinnert euch. Erinnert euch. Na los, jetzt. Komm schon. Na los. So you're here to make sure I've been keeping my mouth shut? I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. What happened? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. I'm sorry, but I'm done. That's it? You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. Saying? Quiet. We don't want Mom to catch us out of bed. I don't get desperate. You can help us out. Lend me some money. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'd let you keep them? No! You have no claim to my children! Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? Sag ich doch das Ende von Kapitel 2. Und meine Frage ist, ich weiß nicht warum. Ich werfe jetzt einfach mal einen Namen in den Ring. Und ihr verprügelt mich dafür, dass ich sowas überhaupt denke. Ich muss gleich meinen Stimmenvergleich machen, ich bin mir unsicher. Aber kann es sein, dass der Jäger, den wir nicht gesehen haben, ich weiß nicht warum, Tom,
Könnte es Tom sein? Der Bürgermeisterkandidat? Drei Leben zerstört. Tessas, seins und natürlich Mary Ann's auch. Ich weiß nicht warum, das war so, der Name war einfach in meinem Kopf, als ich ihn gesehen habe. Das Gesicht haben die nicht gezeigt. Ein Bart hatte der vielleicht damals nicht. Also man hat ja gesehen, er hatte keinen Bart. Kann aber sein, dass er damals aber keinen hatte. Das war einfach so, der Name war einfach bei mir im Kopf. Ich, völlig aus dem Nichts geholt. Aber eigentlich wäre das die dramatischste Variante, oder nicht? Weil die Tessa hat versucht, denen immer zu helfen. Also, der hat die ja durchgefüttert jahrelang und so weiter. Das wäre der furchtbarste Plot-Twist. Und ich dachte zuerst, der Hunter wäre der Alexander, den wir da getroffen haben, auch im Laden, der da auf dem Schiff war, im Kapitel 1. Aber das wäre natürlich ein ganz fieser Plot-Twist. Deswegen, vielleicht hatte ich einfach den Namen deswegen im Kopf. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob die beiden damit gemeint sind, dass sie wirklich die Kinder sind, die da geboren wurden. Vielleicht erfahren wir in Teil 3 noch was ganz anderes. Vielleicht hat das Goblin-Buch recht. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Bilder gesehen. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden vielleicht... Es würde in diese Story mit dem Jugendamt reinpassen. Nicht nur, dass sie vielleicht ihre Kinder nicht ernähren konnten im Winter, aber vielleicht sind sie auch gar nicht ihre Kinder. Eventuell. So, aber sicher bin ich mir da nicht. Sie liebt die ja über alles. Aber vielleicht hat sie sich auch an die geklammert in einer Zeit, wo sie alles verloren hat, weil sie war ja vorher... Sie hatte vorher ein Leben mit Diadem und sowas, offenbar nicht hochwohlgeboren, aber offenbar gut situiert, um das mal so zu sagen. Aus welchem Grund auch immer, vielleicht war sie bekannt, / berühmt, vielleicht war sie einfach nur so gut situiert, man weiß es nicht genau. Aber sie hat ihr Diadem ja weggelegt, also sie hat das aufgegeben, den ganzen Reichtum, und ist zu dieser Prinzessin im Wald geworden, zu dieser Einsamen, die sie dann schließlich von allem abgekapselt hat, wofür es bestimmt auch Gründe gibt. Ob das jetzt vielleicht ihre Depression war, die aber, glaube ich, erst später durch die Probleme kam. Ich weiß nicht genau, ob die vorher schon. Sie hat vielleicht auch ihre Familie verloren. Ich würde wahnsinnig gern die Geschichte von Mary Ann kennen. Ich hatte gehofft, für eine Zeit lang in diesem Präsidium, was wirklich lange gedauert hat mit den ganzen Akten, da hatte ich gehofft, dass wir ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit erfahren, aber wir haben nichts erfahren darüber. Es wäre so schön, wenn wir da was wüssten. Also die Puzzleteile, die sich zusammengefügt haben, einige davon, die haben wir vorher schon gewusst. Die haben wir einfach selber schon zusammengepuzzelt. Dass es einen Mann, einen Vater gibt, das haben wir auch schon vermutet. Jetzt aber hat sich das vielleicht ein bisschen anders ergeben. Entweder der Vater von den beiden oder der Vater vielleicht von irgendjemand anders. Wir wissen es nicht. Gehen wir mal davon aus, dass es von den beiden ist. Gehen wir mal davon aus. Die Goblin-Bücher sind vielleicht nicht so aussagekräftig, auch wenn das alles danach aussieht, aber gehen wir einfach mal davon aus, so oder so. Er hat sie überredet, abzutreiben. Richtiger Ehrenmann, der sich da reinhängt. Sage ich da mal. Und von wegen Geld und bla, hier, ich bezahle dir was, pipapo. Am Anfang dachte ich, es wäre Sam, wegen dem, was Tessa gesagt hat. Weil Tessa meint ja, dass der Sam dann irgendwie bla. Der Sam hat ihr die Knarre geschenkt, das wissen wir ja. Wahrscheinlich, um sie zu verteidigen. Vielleicht wusste der auch irgendwas, ich weiß nicht genau. Ich habe so viele Mutmaßungen. Aber es könnte halt auf mehrere Arten und Weisen weitergehen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Habe ich ja schon mal gefragt. Also ich bin immer sehr offen. Hallo Oliver, hallo Ekaterini. Ich bin immer sehr offen für eure Theorien. Würde mich auch wahnsinnig interessieren. Aktuell habe ich das Gefühl, ich mache hier selber ein paar Plot-Twists auf, die vielleicht so nicht stattgefunden haben. Nur anhand der Kindergeschichten und sowas. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtiger mit meinen Weissagungen, Anführungszeichen, diesmal. Aber Sam, das mit Sam hört sich so an, als sollen wir auf diese Fährte geschickt werden. Also glaube ich nicht, dass es Sam ist.
Und das Auftreten passt auch gar nicht zu dem Brummbär, sag ich mal, den wir da kennengelernt haben. Und der immer so hilfreich war und versucht hat, immer zu helfen und so weiter. Und ich weiß auch nicht, ob die beiden Briefe von derselben Person sind. Das weiß ich halt auch nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich leider mit Schriften nicht so aus. Hab versucht, die zu vergleichen. Die sahen irgendwie gleich aus und irgendwie nicht gleich aus. Vielleicht war das auch gewollt. Ich habe keine Ahnung. Was mich geärgert hat, ist, dass wir diesen einen, dass wir das eine Dingens nicht gefunden haben. Ein Dingens fehlt uns. Und was wahrscheinlich daraus resultiert, das hat mich wirklich geärgert in diesem Kapitel, muss ich zugeben, sowas mag ich überhaupt nicht. Dumm-Dumm-Girls, ach guck mal. Wenn das Spiel einfach weiterführt, du machst irgendwas oder gehst irgendwo hin, plötzlich geht das Spiel weiter und du kannst Orte nicht mehr angucken oder dein Buch nicht mehr lesen oder sonst irgendwas. Das hat mir wirklich gefehlt. Nicht gefehlt, sondern das fand ich wirklich, das fand ich an mehreren Stellen diesmal doof, weil das dreimal passiert ist. Obwohl ich wirklich Mühe gegeben habe, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass es nicht passiert, aber leider, ja, das war ärgerlich. Das war sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen fehlt uns auch noch eins von diesen kleinen Figürchen. Ich glaube, das, ja, hol ich mir, glaube ich, offscreen so oder so nochmal. Kann ich sagen, wie sehr mich das ärgert. Dann hören wir uns das in Kapitel 3 vielleicht mal an. So, Tyler und Allison. Tyler fühlt sich übergangen, als Allison ihre Erinnerung im Haus wählte. 44% haben Tylers Erinnerung gewählt, 46% haben Allisons Erinnerung gewählt. Ich habe jetzt einfach mal Allisons Erinnerung gewählt, nicht Tylers. Ich weiß, die meisten haben Tylers Erinnerung gewählt, aber diesmal, ich hielt das andere für richtig. Tyler fühlte sich ernst genommen, als Allison die Wohnungsbesichtigung ablehnte. 65% haben den Termin abgelehnt, ich auch. Allison schöpfte Hoffnung auf eine heile Familie, als Tyler Eddie verzieh. 82% haben Eddie verziehen, 18% nicht. Ich gehöre zu den 82%, wir haben Eddie verziehen, weil das war in dem Moment wichtiger und vor allen Dingen auch für die Zukunft wichtiger als irgendein alter Groll, den man da vielleicht gehegt hat. Eddie war gerührt, dass Tyler ihm verzieh. Ist das gleiche. 82% haben Eddie verziehen, 18% nicht verziehen. Michael war ermutigt, als Tyler ihm ein Kompliment machte. 79% haben Michaels Kompliment angenommen, 21% haben ihm einen Korb gegeben. Warum? Ist doch voll der Sweet Boy. Der ist wirklich, ich mag den, der ist super nett. Piep, piep. Und laut den Achievements weiß ich, dass wir noch fischen gehen werden. Freue ich mich auch schon drauf. Okay, Tessa Vecchi. Tessa war dankbar, dass die Zwillinge den Kontakt gehalten hatten. 80% haben Tessa verziehen, ich auch. 20% haben Tessa nicht verziehen. Mal gucken. So, mal gucken. Oh, hä, die Pan hat Tessa verziehen? Hä? Hä? Die ist gerade gar nicht hier. Ich wollte gerade empört rüber gucken, was ist denn da los? Okay, dann machen wir nochmal ganz kurz. Die Pan hat auch Allisons Erinnerung gewählt. Alles klar, okay. Dann Tyler. Achso, die Pan hat auch den Termin abgelehnt. Sehr, sehr gut. Allison schöpfte Hoffnung auf eine heile Sie hat auch Eddie verziehen? Hä? Okay. Ach, warte mal, ich bin der Orange, ne? Stimmt ja, nee, warte mal, ich bin der Orange, warte mal. Sie hat Michael einen Korb gegeben, glaube ich. Ich glaube, sie hat ihm einen Korb gegeben. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Sie hat Tessa nicht verziehen. Okay, alles gut. Okay, gut, ich dachte schon, was ist denn hier los? Ja, alles klar, sie hat Tessa nicht verziehen. Okay, alles klar. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ach ja, wahrscheinlich hätte sie einmal den ganzen Ort mit Benzin überschüttet, angezündet, wäre weggefahren. Okay, gut, das war das. Und jetzt eine kleine Vorschau auf Kapitel 3. There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Let's go. Okay, das war nicht so vorschauig, wie ich gehofft habe. Das war der Dachboden des Hauses, wenn ich das richtig gesehen habe. Mit einer geheimen Kiste. Geheimen Geheimkiste, aber ich bin ganz ehrlich so richtig gut. Das war jetzt nicht so richtig die vorschauigste Vorschau. Da ist eine geheime Geheimkiste auf dem Dachboden. Was auch mal die enthalten mag, ich bin gespannt. So mega spannend war das jetzt nicht, aber spannender als die Vorschau diesmal finde ich die offenen Enden, die ich endlich, also ich habe so viele Fragen und ich freue mich wirklich, wirklich auf Kapitel 3, wenn es Antworten gibt. Ich glaube,
Ich weiß noch nicht genau, wie ich es schneide. Ich hoffe, ich schneide so, dass es morgen direkt mit der nächsten Folge weitergeht, weil heute ist Release-Tag der zweiten Episode. Und in genau einer Woche, an dem Donnerstag, ich weiß nicht, welcher das gerade ist, wird die dritte Episode released. Ich hoffe, ich schneide das dann genauso, dass es morgen direkt weitergeht. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin gespannt auf eure Ideen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.